Hey Kinders, was geht bei euch ab? Willkommen zum neuesten CSGO-Tutorial. Heute geht es um die Wallbangs. Wir fangen direkt an und zwar gibt es hier bei CT auf Overpass einen kleinen, etwas luckigen Wallbang-Spot. Und zwar müsst ihr euch hier hinstellen und bollert circa hierhin in diesen gesamten Bereich, den ich da angeschossen habe. Der Spot ist ein bisschen lucky, weil ihr halt eben jemanden erwischen müsst, wenn er hier hochläuft. Das ist jetzt nicht immer der Fall. Nichtsdestotrotz ist es eine ziemlich edle Geschichte, weil du halt direkt da bist und sofort jemanden ausschalten könntest oder zumindest anfracken könntest. Der nächste wichtige Bang-Spot ist auf jeden Fall dieses Holzstück. Das wissen viele nicht, dass man hier komplett durchballern kann. Also nehmen wir mal an, hier stehen drei Leute, dann geht ihr einfach hier hin und gebt denen da durch. Also ihr müsst da nicht hier offen stehen, sondern könnt hier durchballern. Natürlich geht es in die andere Richtung genauso, klar. Das heißt, wenn ihr einen Bombenleger habt, dann könnt ihr ihm hier durch auch einfach den Rest geben. Wenn ihr B deckt und ihr wisst, es ist jemand auf Short, dann stellt euch einfach hier an dieses B, so ziemlich in diese Kante rein. Aimt dann einfach im verlängerten Arm von diesem Strich auf dem Boden hier hoch bis dahin und schießt. Und da haben wir sie schon, die Schweinebriester. Da ist irgendwo noch ein zweiter, warte, der ist rechts neben dran. Weißt du schon? Ah ne, noch ein bisschen weiter rechts. Ja, hier kann man auch einfach durchbollern, durch die Schose. Das heißt, wenn ihr hier auf Short Steps hört, wisst ihr, wie der Hase läuft. Wenn ihr von T kommt, dann ist es sehr hilfreich, hier einfach ein bisschen durchzubängen, indem ihr euch hier hinkniet und ein Stück unter dieses fette Teil zielt, hier so hin. Dann natzt ihr die Leute, die genau hier an der Kante stehen und vielleicht gerade in Short reingucken. Ein weiterer Wallbang-Spot bei T ist diese Position hier. Und zwar könnt ihr die erreichen, wenn ihr euch hier bei Playground genau an diese Seite stellt, hier dran. Dann aimt ihr hier hin, so ein Stück unter dieses, unter diesen weißen Strich, so. Und feuert. Und schon habt ihr einen wunderschönen Headshot gelandet. Wenn ihr niedriger schießt, dann eben Körpertreffer. Und dann könnt ihr diesen hier ausschalten oder unfraggen. Wenn ihr als CT von eurem Kollegen aus Connector gesagt bekommt, dass ihr T-Star wahrscheinlich gleich durchrushen, dann stellt ihr euch hier oben drauf, zielt hier hin und bollert da einfach ultra rein. So schießt ihr auf die lange gerade unten in den Connector und zerlegt die Leute, die geradewegs hier durchlaufen. Als T-Spieler kann es sinnvoll sein, den AWP-Spieler oder Autosnipe-Spieler hier hinten stehen zu lassen und dann auf Ansage zu warten, ob im Window jemand steht oder nicht. Aim ziemlich nah an diese Kante des Rohrs, aber höher, circa so, und bollert einfach mal ein bisschen durch. Und zack, schon habt ihr den Window-Spieler weggeklatscht. Hier auf B gibt es noch diesen Obvious-Spot, den eigentlich jeder kennt, diese Wand. Man kann hier direkt durchschießen und eben in Connector reinschießen. Ich denke, das weiß jeder oder kennen die meisten, diesen Spot. Da kann man auch mit AK oder sonst was durchballern, auch mit der Deagle. Dasselbe gilt für dieses Stück Holz, ihr wisst. Also man sieht ja hier schon, dass man die Tür von hier sieht. Da kann man also auch durchbangen. Und jemanden, der eben da an der Tür steht, dann wegnatzen. Wenn ihr als CT auf A steht und kurz vor dem überrannt werden seid, also hier von Toilets welche kommen, dann könnt ihr einfach durch diese Ecke durchschießen. Das ist schon eine nette Sache. Es geht auch mit der Deagle, AK und so weiter und so fort. Das ist echt ein angenehmer Wallbang-Spot, den ich selbst auch nicht kannte. Das heißt übrigens auch, wenn ihr hier jemanden planten hört und ihr steht auf der anderen Seite, dann ballert da ruhig mal so ein bisschen unten durch. Um den Plantenden schön zu massakrieren. Wenn ihr als CT von B auf A kommt, um dort die Bombe zu diffusen und die T's leben noch, dann stehen sie höchstwahrscheinlich hier irgendwo rum und vielleicht steht auch hier einer oder hier. Die könnt ihr einfach von unten zerklatschen, indem ihr euch hier hinstellt und dem da oben gebt. Und da ist der erste weg. Das war der hier stand. Und der andere steht dann ungefähr hier. Da sieht man schon das Blut. Mit einer AK oder M4 ist es natürlich ein bisschen geschickter oder schneller. So könnt ihr also easy die zwei, die hier oben stehen, ausschalten. Beziehungsweise ihr könnt auch einfach auf gut Glück hochschießen. Dann seht ihr ja, ob das Blut auf euch drauf sprenkelt. Und dann wisst ihr, ob da einer stand oder eben nicht. Des Weiteren gibt es noch einen letzten Spot, den ich euch zeigen will. Da müsst ihr extrem schnell hinrennen. Und zwar geht ihr genau hier in diese Ecke und aimt auf dieses untere Kabel. Ungefähr so und ballert da durch. So schießt ihr genau in Connector rein. Und zwar hier. An diese Tür. Ist halt einfach ein Lucky Spot, also da muss dann halt die ganze Meute vorbeilaufen. Es ist auch schwierig, da rechtzeitig hinzukommen. Aber es kann klappen, beziehungsweise hat schon geklappt. Ich hoffe, ich konnte euch ein paar coole Spots zeigen und ihr könnt euch an den Wackbands erfreuen, die dadurch eingehen. Es ist schon echt krass, wenn man durch einen Wallbang-Spot getroffen wird. Das ist jedes Mal immer eine Heidenaufregung. Dabei sind sie vorhanden, es gibt sie, man kann sie nutzen und damit auch wirklich ordentlich Damage machen. Es gibt natürlich noch viele andere Wallbang-Spots, die man machen kann. Man kann sich aufeinander hocken und dies und das und Lirum Larum machen. Aber ich finde, die eben gezeigten Spots sind einfach die wichtigsten und vor allem die einfachsten, die man so machen kann, an die man schnell rankommt und die man schnell durchziehen kann. Ich hoffe, ich konnte euch ein paar neue Sachen beibringen und ihr hattet Spaß beim Schauen des Videos. Vielen Dank fürs Zusehen. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Hübner!